So, herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer hier und Fans des Fußballsports. Wir sind in der zweiten Partie des Tages in diesem wunderschönen Turnier. Und doch, wir sind hier kurz davor, ins nächste Match zu springen. Der gute Massi und der gute Barca, beziehungsweise Anton, sitzt hier rechts bei einem Kumpel zusammen. Die haben schon gesagt, sie spielen nicht wirklich so viel FIFA, aber natürlich ab und zu mal immer ein bisschen. Und die wollen hier schon gewinnen. Auf der anderen Seite hier die beiden Jungs von viel FIFA. Die spielen natürlich sehr, sehr viel. Ne? Deren gesamter YouTube-Kanal dreht sich natürlich um FIFA, wie der Name schon sagt. Von daher mal sehen, ob die wirklich diese Favoritenrolle auch erfüllen können. Ich weiß nicht, welche Teams die beiden picken. Ich denke mal, dass hier Massi und Anton Barca picken werden. Einfach nur, weil der Name das schon hergibt. Messi mit blonden Haaren. Daran erkennen wir FIFA 17 voll. Erste Erneuerung, ja. Und im schönen Santiago Bernabeu Stadion. Ja. Geht's da direkt nach vorne. Und da war der erste Fernschuss, den sie vorhin schon angekündigt haben. Stimmt. Aber leider, habt ihr gehört? Ja, natürlich. Die Schnelligkeitswerte und so weiter sind schon richtig gut. Jetzt eine gefährliche Flanke, doch Manuel Neuer. Im Tor, doch der direkte Abwurf. Doch die Situation dann doch richtig gut geklärt von den Jungs. Ja. Schön rausgespielt über außen. Da folgen natürlich wieder weitere Skill-Moves. Die sind natürlich beherrschen wie kein anderer. Wir machen ja tagtäglich Tutorials und da müssen sie natürlich die guten Skill-Moves auch alle können. Also im Vergleich zur realen Welt, man muss schon sagen, dass die meisten Spieler, die in echt gut sind, auch in FIFA gut sind. Natürlich gibt es immer so ein paar, bei denen es schwer ist, das nachzustellen, aber Lewandowski, muss man sagen, bewegt sich schon echt sehr real und setzt auch seinen Körper mal gut ein, ist abschlussstark vorm Tor. Ich habe jetzt schon ein paar Spiele mit Bayern gemacht und natürlich auch immer... Da wäre fast der zweite Fernschuss drin gewesen. Und jetzt hier ein sehr, sehr schöner Ball nach außen auf Robben, soweit ich es richtig gesehen habe. Oh, Robben mit rechts kann nur schief gehen. Die Grätsche. Phänomenale Grätsche von Piqué da an der Ecke. Schön zur Ecke. Und viel FIFA so, nee, das war wohl ein Elfer. Der Klassiker. Jetzt vielleicht mal. Auf gute Situation da von Messi. Schussantäuschen in die Mitte, nach außen. Flanke. Neuer kommt nicht raus. Wenn der Spieler dann dementsprechend den Ball gut mitnimmt, wird es eine gefährliche Situation. Jetzt schön über außen gespielt. Doch, die Flanke etwas zu nah am Torhüter. Der Torhüter konnte ablocken, doch er lag noch am Boden. Wie FIFA gerade richtig am Drücken da vorne. Sehr schöne Bewegung von Ribéry. Da kommen die Skills zum Einsatz. Flanke auf dem langen Pfosten. Doch, der die Touch. Annahme. Die Seite. Kostet das dann richtig schnell, ne? Definitiv. Jetzt hier eine gute Bewegung von Lewandowski. Der Pall ist gespielt. Das muss es sein. Das hat zu stark gespielt. Das Teamwork auf jeden Fall da. Für viel FIFA hier das 1:0 machen mit den Bayern. Und das wird Massi und Anton gar nicht passen, weil die wollten wirklich unbedingt gewinnen. Haben gesagt, hey, wenn wir auch nur merken, dass wir den Hauch einer Chance haben, dann geben wir auch alles hier. Deswegen tut das natürlich doppelt. Über die Außen versucht in die Mitte zu cutten, aber das ist alles zu durchsichtig. Ja, der bzw. die Schussfinde war schon vorher antizipiert vom Verteidiger, hat man richtig schön gesehen eben. Und da sind gerade diese Lücken außen, die ich vorhin angesprochen habe bei 4-3-3, wodurch diese Aufstellung momentan so richtig gefährlich wird. Und dann nochmal ein Haken in die Mitte, reingepasst zum eigenen Spieler. Doch, da hält der Stegen im Tor. Wenn es dann 2-0 steht, ist es auf einmal gar nicht mehr so leicht zurückzukommen. Das ist es ja aber immer noch. Ein einziges Tor, trennt sie nur vor dem Unentschieden. Immer noch ein bisschen Zeit, aber auch nicht die Welt. Vor allem, weil die tatsächlich sehr hoch stehen das hier. Das wäre sehr schön gespielt von den Jungs. In so Konterlauf, Lewandowski muss ihn hier nur noch und er chippt die nicht. Was ist nicht? Sehr schönes Ding. Da freuen sie sich auch bei viel FIFA. Jetzt sieht es aber richtig bitter aus für Anton und Massi, die hier dringendst zwei Türchen machen müssen. Oder zumindest eins für den psychologischen Faktor. Aber man sieht auch, wie fokussiert die beiden Spieler sind, beziehungsweise die beiden Teams eben in der Situation. Und viel FIFA hat es richtig schön rausgespielt, ich glaube mit zwei, drei diagonalen Pässen im Mittelfeld. Und dann wurde der Verteidiger auf der Seite Barca etwas zu schnell rausgezogen, ähnlich wie eben hier der Fall war. Und dann kommt ein Steilpass auf Lewandowski und wie wir vorhin schon angesprochen haben, ist er richtig gut. Und hier wieder ein perfekter Pass, die Ballrolle, doch das kurze Eck dazu. Also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass Barca und Massi bis zum 1-0 von viel FIFA sehr gut mitgehalten haben und auch sehr gut gespielt haben, meiner Meinung nach. Hatten eine gute Chance. Mal zwei Matches hintereinander verloren, dann ist man einfach nicht so gut drauf und passt nicht ganz so gut auf. Das kennt ihr ja sicherlich besonders gut, da muss man ja als Profi vor allem besser mit umgehen sozusagen oder professioneller mit umgehen. Ne? Ja, also es ist so, dass wenn du bei einer Meisterschaft zum Beispiel da ein Tor kassierst, was nicht so ganz schön rausspielt war, sag ich mal, oder auch sehr glücklich war, dann darfst du natürlich nicht den Kopf jetzt irgendwie auf andere Sachen fokussieren, sondern du musst einfach weiter ruhig bleiben und dein Ding einfach machen. Und da ist das 3:0. Sehr schöner Abschluss von Lewandowski. Bitter, bitter hier für die Jungs. Da muss man sich auch entscheiden, gehe ich jetzt auf den Schützen sozusagen oder mache ich den Pass? Schöner Pass eben in die Lücke, da hat sich der Innenverteidiger verschätzt. Mach ihn jetzt frei. Er schießt an den Pfosten. Das gibt's ja nicht. Ja, Skills hier, Costa auf den Außen. Kommt in den Kasten, legt er nochmal rüber. Ne, wollte da nochmal einen Trick machen. Ich freue mich sehr auf euer Match gleich. Bin mal gespannt, wie es wird.
Seht ihr euch überhaupt noch in der Favoritenrolle oder sagt ihr das lieber nicht, weil es ihr dann doch verliert und irgendwas im Vorfeld gesagt habt? Ja, also es wird auf jeden Fall eine enge Partie. Man sieht, dass die Jungs jeglichen Skill, der in FIFA irgendwie vorhanden ist, können. Dementsprechend müssen wir uns jetzt auf unsere Defensive noch ein Stück weit mehr konzentrieren. Und wenn wir gut stehen, dann könnten wir eventuell mit ein, zwei Kontern den Sieg einfahren. Aber es wird eine ausgeglichene Partie und ich bin gespannt, wie es gleich laufen wird. Wir gehen jetzt auf jeden Fall rüber zum Dennis und hören uns mal an, was die Jungs von FIFA so zu sagen. Vielen, vielen Dank, sage ich schon mal. Vielen Dank auch für den Kommentar des Spiels. Und ich habe Erna und Stefan hier gerade von FIFA. Also, wie die Jungs auch gerade schon gesagt haben, erstmal Gratulation natürlich für den doch recht eindeutigen Sieg. Anfangs war das noch eine schöne, ausgeglichene Partie. So die ersten 30 Minuten, glaube ich, 0-0, alles war recht entspannt. Und dann fing es an, dass ihr ordentlich Druck gemacht habt. Und dann sah das Spiel auf einmal ganz anders aus. Erzählt mal aus eurer Sicht, wie ist das Spiel abgelaufen? Warum am Anfang relativ knapp und dann doch irgendwie eindeutig? Also ich glaube, dass 1-0 hat dann schon irgendwie so ein bisschen den beiden im Kopf. Weiß ich auch nicht genau, da kamen die dann nicht mehr so drauf. Klar, aber die haben erstmal auf jeden Fall gut mitgehalten. Und wie gesagt, das 1-0 war dann so ein bisschen, glaube ich, da war die Motivation so ein bisschen gebrochen. Aber man muss sagen, die haben auch sehr gut geskillt. Vor allen Dingen hier der Anton, der hat den rechten Stick ein bisschen vergewaltigt hier. ja, Props an die beiden, hat Bock gemacht. Und ja. Am Anfang wollte ich noch sagen, da muss man doch erstmal reinkommen. Das ist natürlich immer ein anderer Fernseher. Wenn man zu Hause spielt, hat man auch andere Gewohnheiten als hier. Und dann haben wir reingefunden und dann hat es eigentlich geklappt. Aber die Jungs haben sehr gut mitgehalten. Also was man ja sagen muss, man merkt, dass ihr beiden das eine oder andere Spiel schon mal zusammen gemacht habt. Denn das Teamplay hat da ordentlich funktioniert. Nicht nur die Abwehr stand, auch das Offensivspiel. Also wirklich, die Zusammenspiele haben super funktioniert. Wie viele Möglichkeiten hattet ihr schon, FIFA 17 zu spielen und da auch schon ein bisschen zu üben? Ja, wir haben auf jeden Fall schon öfter gespielt. Bis zur finalen Version hat es dann auch immer ein bisschen gedauert. Wir waren in L.A., haben das da das erste Mal gezockt. Ist dann schon ein ganz großer Unterschied zu dem, was dann im Endeffekt heute dann wirklich auf der Disc drauf ist. Haben das dann auf der Gamescom schon viel gespielt. Und mittlerweile haben wir es dann auch zu Hause. Aber man muss sagen, man braucht sehr lange, bis man reinkommt. Das ist wirklich ein großer Unterschied zu FIFA 16. Aber macht auf jeden Fall Bock. Man muss reinfinden. Jetzt gleich gegen die Profis. Also ich habe euer Spiel gesehen, ich habe die Jungs vom VfL Wolfsburg gesehen. Beides sah ganz gut aus. Ich hatte das Gefühl, ihr harmoniert extrem gut. Habt ihr da eine realistische Chance, wo ihr sagt, okay, klar, wir haben A schon ein bisschen trainiert, wir haben FIFA 17 schon gespielt, wurden auf den Kopf gefallen sind wir auch nicht? Oder sagt ihr, okay, also seien wir ehrlich, auch wenn es jetzt FIFA 17 ist, wir geben alles, der Ehrentreffer, aber wie sieht's aus? Ja, ich denke mal, wenn wir konzentriert spielen und dann eine Leistung von gerade am Ende anknüpfen, können wir vielleicht eine kleine Chance haben, aber... Ich denke mal, die Jungs haben schon einen kleinen Vorteil. Aber wir spielen oft zu zweit auf jeden Fall. Wir haben auch auf YouTube ein paar Serien, wo wir zu zweit spielen. Und ich denke mal, wir sollten da nicht den Kopf hängen lassen oder mit voller Motivation rangehen. Also, na, ich meine, ich bin natürlich absolut neutral. Freue mich aber, wenn ihr den Jungs das Leben gleich zur Hölle macht und die Bude hier gleich brennt und wir vielleicht wirklich bis kurz vor Ende unentschieden sehen und dann irgendwie einen Entscheidungstreffer oder so. Vielen Dank schon mal. Gratulation auf jeden Fall. Wir gehen kurz in Unterbrechung, sehen uns gleich wieder. Dann mit dem großen Finale. Die beiden Jungs gegen Jungs von VfL Wolfsburg. Bis gleich. Schönen guten Abend. Mojchip ist da. Lukas Rieger und viel FIFA. Die Jungs, Anne und Stefan. Mojchip. Alles klar. Schön, dass du da bist. Ja, schön, jetzt zu sein. Ja. In der letzten Woche gab es ein großes Ereignis in Berlin. Oh ja. Ein schönes Konzert. Ich habe mir einiges davon angeschaut. Hip-Hop meets Klassik. Wie war's? Großartig. Aufregend auf jeden Fall, war ein Experiment. Ist auf jeden Fall gelungen, glaube ich. Die Leute hatten sehr viel Spaß. Es war der längste Applaus, den ich jemals bekommen habe. Ist das so? War sehr schön. Rundum gelungen, wirklich. Sehr schön. Ich habe mir auch ein paar Bilder angeschaut. Cool. Adel Tawil mit Halskrause auf der Bühne. Ehrenwert von ihm. Der Bruder kommt mit.